Wie das kam, das war wirklich rein aus Emotionen. Wirklich! Hey Leute, was geht ab, meine lieben Schnitzeljäger, angewandte Philosophen, kleine Kinder, Kindergartenkinder, Kinder mittleren Alters, Schulkinder, Kinder, die keine Ahnung haben und weiß was ich... Bäume. Heute möchte ich euch einen Addon vorstellen, mit dem ihr einfach mal krass Nukes machen könnt und die ganze Welt an euch reißen könnt. Zum Beispiel diese Schafe. Hallo Schafe. Hallo. Tschüss. Ciao. Ich glaub, das ist tot. Ja. Denn wie ihr gerade gesehen habt, kann man damit mit einem kleinen TNT-Block tatsächlich richtig große Explosionen machen. Das ist einfach mal mega cool, weil... Damit kann man einfach mal alles wegsprengen. Wasser. Mal ebenso einen ganzen Wald. Wieso nicht? Einen Berg, den ihr nie leiden konntet. Oder wie wär's denn mit Detlefs privater Pornokneipe? Die muss auch weg. Ciao. Oh, nice. So viel Feuer. Und das ist einfach mal mega krass, was man mit einem TNT da machen kann. Das ist auf jeden Fall geil. Oder was meinst du, Mr. Schafi? Ich hatte schon 100.000 Mal gesagt, dass mein Video nicht wegläuft und Missgeburt. Bleib stehen, ich töte dich an, nochmal. Jetzt fragt ihr euch natürlich sicher, wie hat er das installiert? Und das kann ich euch jetzt zeigen, denn das ist gar nicht so schwer, also... Ja, ey. Ihr downloadet euch die Datei, welche ihr dann in eurem Download-Ordner findet, und zwar hier Supercharged TNT. Geht dann auf Games, dann kommt Mojang und dann kommt ihr schon in diesem Ordner hier. Wenn ihr den Resource-Packs-Ordner nicht habt, müsst ihr den noch erstellen. Dafür gibt ihr bei Erster Teil Explorer oben auf die drei Pünktchen drauf, dann geht ihr auf Neu, geht ihr auf Ordner und nennt das Ganze halt Resource.packs. Das mache ich jetzt hier nicht, deswegen... Leck mich. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr nur noch die Dateien in diesen Resource.packs-Ordner reinkopieren und einmal entpacken, sodass ihr dieses Supercharger habt. Das heißt, ihr klickt hier etwas länger drauf, klickt dann hier unten auf Mehr, geht dann hier auf Entpacken und macht hier nun einen aktuellen Pfad und dann wird das eigentlich schon hier drauf. Aber jetzt steht hier einfach überschreiben, weil ich das schon hier drin habe. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr schon wieder in eurer Minecraft reingehen und geht auf globale Texturen in den Einstellungen. Und nun habt ihr hier unten irgendwo dann... Supercharger TNT. Und dort müsst ihr dann nur noch draufklicken und dann wird das Ganze schon als euer Texture Pack gesettet und in diesem Texture Pack ist eben noch dieser Mod drin und dann habt ihr einen super coolen Mod. Das war die Kurzerklärung, wie man Addon installiert. Yay! Ganz kurz für alle nochmal, wenn ihr es trotzdem noch nicht verstanden habt, dann schreibt es unten in die Kommentare und dann werde ich nochmal ein extra Video machen, wie man Addons installiert. Wir gucken uns allerdings jetzt nochmal an, was passiert, wenn wir mehrere von diesen Nukes nehmen, denn das habe ich selbst noch nicht getestet. Das heißt... Wir übertreiben jetzt einfach mal. Gar nicht hart oder so. So, ich würde sagen, das zünden wir jetzt einfach mal. Und... Na komm, wir machen mehr ran. Und das Spiel denkt... Iau! Es hängt einfach und... Es fliegt, es fliegt, es fliegt. Iau, wahrscheinlich! Das, meine lieben Freunde, passiert also, wenn wir mehr als einen Nuke hochgehen lassen. Das ist einfach mal... What the fuck? Schön zu sehen, dass die Explosion ein bisschen größer war als die vorige. Aber ich würde sagen, ich wäre nicht ordentlich, wenn wir es nicht noch ein Stück größer machen würden, oder? Bis zum Mehr, die zerplatzen geht. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall ein bisschen größer. Und ich würde sagen, weil ich das sagen würde, weil ich sagen will, dass ich sagen würde, dass ich sagen will, dass wir das jetzt mal einfach anzünden. Ja. Ach, ist das ein Riesenfest. Alles geht in die Luft, oh ja, nicht mit mehr funktionieren. Auch mein Handy fängt total an zu hängen und das war es jetzt einfach vollkommen mit dem Handy. Wenn das jetzt nicht abschließt, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber wir zünden halt noch weiter fleißig an. Das ist auf jeden Fall mal... Bodentastisch. Minecraft Pocket reagiert nicht. Möchten Sie die App schließen? Wir warten aber mal. Komm schon, Minecraft! Du kannst das! Okay, okay, die Meldung kam zum zweiten Mal. Wir drücken einfach mal, okay. Anscheinend, wenn das Ganze dann einmal abgestützt ist, wird das Addon wieder rausgenommen, beziehungsweise das Texture Pack. Das heißt, wir werden es einfach wieder neu installieren, drücken hier auf das Knöpfchen und jetzt haben wir einen kurzen Blackscreen, weil... Installation. Und... Tschüss, Minecraft! Wahrscheinlich! Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mal ein kleines Loch. Ich meine, dafür, dass das hier Default Minecraft ist und ich dafür keinen Block Launcher genutzt habe, das kann man mal machen, muss man aber nicht. Yo, das ist Walz weiter am Explodieren! Dieses Loch wird einfach voll mit Sekunden zu sogar über die Größe. Dann gucke ich das einfach mal an. Yo, wahrscheinlich! Wenn ihr noch größere Explosionen hinbekommen habt oder sonst irgendwas, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare oder postet das irgendwo und das wird ja alles noch größer. Digga, was? Also schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr noch eine größere Explosion mit diesem Mod hinbekommen habt, beziehungsweise mit diesem Addon.
Und damit würde ich sagen, was mit diesem Video. Den Download und alles findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr noch eine genauere Hilfe braucht, dann fragt doch einfach mal die anderen Leute in den Kommentaren. Die sind super nett und hilfsbereit, meine Community, glaube ich zumindest. Also zeigt ihr neu auf dem Kanal nochmal, dass ihr super hilfsbereit und schreibt einen Kommentar dazu, wie ihr diesen Mod findet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, wurde deftiges und kriegra, kriegra, kräftiges. Ciao!